So, dann nochmal herzlich willkommen zur Berlin Music Week hier im Postbahnhof, am Ostbahnhof. Schön, dass ihr alle da seid. Es geht jetzt bei uns hier ums Urheberrecht und dazu lädt euch ein der Verband Unabhängiger Musikunternehmer, der VUT, das ist der Indie Days Panel mit spannenden Sprechern und es geht um im Grunde eine Bestandsaufnahme, so ein bisschen Legal Update 2014. Urheberrecht, quo vadis? Es sind einige Gesetze rausgekommen, Rahmenvereinbarungen verabschiedet worden. Wie entwickelt sich das Ganze? Was machen die Gesetzgeber? Geht das in die richtige Richtung? Was haben die Unternehmen davon? Das wollen wir jetzt klären mit Menschen, die sich auskennen. Und moderiert wird das Ganze heute von Reinher Karl. Er kennt sich im Urheber- und Medienrecht bestens aus, das muss man sagen. Er arbeitet in diesem Bereich als Anwalt in der Kanzlei Beiler, Karl, Platz, Becker und Partner. Seit 7 Jahren ist er auch beim VUT Justiziar und er wird euch gleich die Sprecher vorstellen, die sich hier schon platziert haben. Und dann gebe ich einfach mal das Mikrofon an dich und wünsche euch eine anregende Diskussion und für euch ganz viele Erkenntnisse. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass doch noch so viele hier reingefunden haben bei diesem unglaublich hässlichen Wetter. Trotzdem schön das spannende Thema Urheberrecht, das auf keiner Musikmesse oder einer anderen Messe inzwischen fehlen darf. Ich möchte kurz die Teilnehmer vorstellen. Eines muss ich vielleicht noch vorweg sagen, es mag sein, ich wurde schon darauf angesprochen, dass ich heute eher etwas langsamer bin. Ich habe leider eine Art Bandscheibenvorfall erlitten und bin stark unter Medikamenten einigermaßen ruhig gestellt und deswegen stelle ich mich auch vielleicht ab und zu mal hin. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu sonderbare Ansichten von mir gebe. Aber ich bin ganz dankbar, dass ich heute nur die Fragen stelle. Zunächst möchte ich begrüßen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Judith Steinbrecher. Sie ist die Bereichsleiterin für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht beim Bitkom, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien. Ist der Hightech-Verband, vertritt die meisten Technikfirmen, internetaffinen Firmen, insgesamt 2200 Unternehmen, habe ich der Website entnommen, 700.000 Beschäftigte, 190 Milliarden Umsatz, beeindruckende Zahlen, schön, dass Sie hier sind. Zu Ihrer Linken, Charlie Phillips. Charlie Phillips ist quasi mein Kollege als Justiziar unserer Schwestervereinigung AIM, das ist der VUT in England. Und Charlie ist auch Justiziar des WIN, vertritt WIN. Und interessant ist auch noch, wie ich seiner Vorstellung entnommen habe, er hat auch ein Degree in Oxford im Abschluss Ägyptologie. Das heißt, er ist im Urheberrecht auf die Spur gegangen. Ganz, ja, you wrote it on your presentation. So. Das heißt, wenn wir Fragen haben, wo das Urheberrecht herkommt, er kann bis Ägypten zurückgehen und deswegen wurde Checkpoint Charlie zu Recht nach ihm benannt. Herzlich willkommen, Dr. Kai-Alexander Welp. Er ist der Fachreferent des Justiziars der GEMA, widmet sich seit eh und jedem Urheberrecht und hat sogar promoviert über Auskunftsansprüche gegen Provider. Herzlich willkommen. Und zuletzt Heiko Wiese. Er ist Rechtsanwalt, berät seit 1996 die Genossenschaft der Bühnen. Angehörigen, vor allem Arbeiter Beauftragter für Urheberrecht, der SPIO, das ist die Spitzenorganisation des deutschen Films. Also haben wir hier auf Filmtechnik die GEMA und auch Einblicke aus UK. Jetzt versuche ich mich mal hinzusetzen, mal sehen, wie lange es gut geht. Bin auch dankbar, dass ich heute einen Zettel habe, an dem ich mich entlanghangeln kann. Wir wollen vorstellen heute und Fragen stellen, wie sich das Urheberrecht entwickelt hat und zwar, wie es sich entwickeln könnte, wenn der Gesetzgeber denn tätig werden würde, was wir uns erhoffen und wonach es derzeit aussieht. Deswegen wollte ich mal in die Runde fragen, ob ich mit der Annahme richtig liege, dass es nicht die Frage zu beantworten gilt, ob Urheberrecht geändert werden wird, sondern dass die Frage inzwischen heißt, nur noch welche Änderungen vorgenommen werden. Frau Steinbrecher, erste Frage an Sie. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das Bewusstsein mit Sicherheit bei allen da ist, dass sich was ändern muss im Urheberrecht, aber trotzdem fallen mir da doch
etliche Themen noch ein, die im Moment noch nicht auf der politischen Agenda stehen oder wo man denkt, dass es keine Änderungen bedarf, was das Urheberrecht anbelangt, zumindest in Deutschland. Ich denke da jetzt nur zum Beispiel an das Thema Pauschalabgaben, mit Sicherheit etwas, was wir hier nicht diskutieren müssen. Aber wenn man schaut, mir wurde da eine Zahl zugerufen, aber dass 1,3 Milliarden gefordert werden vom Verbraucher, von den Verwertungsgesellschaften, die zu zahlen für die Privatkopie, ein Gesetz, das es seit 1965 gibt, dann fragt man sich, ob man da nicht doch auch grundlegende Änderungen treffen muss. Ansonsten, ja, stimme ich Ihnen zu, es geht mehr um die Frage des Wie als um die Frage des Obs. Herr Welf, stimmen Sie dem zu? Generell stimme ich dem natürlich zu, natürlich nicht, was die Privatkopie angeht, aber wir als GEMA halten das Urheberrechtsgesetz schon für reformbedürftig. Wir haben hier ein Gesetz, das immerhin aus den 60er Jahren ist. Es ist zweimal angepasst worden im Hinblick auf die digitale Welt. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Interessensausgleich im Urheberrecht dann doch immer im Gesetzgebungsverfahren sehr schwierig ist. Ich nehme an, Sie spielen jetzt auch ein bisschen an auf den europäischen Bereich. Also es gibt ja ein White Paper von der Europäischen Kommission. Das bedeutet Harmonisierung des Urheberrechts. Da sind wir schon der Meinung, dass die verschiedenen Schrankenregelungen, die es in der Richtlinie bisher gibt, harmonisiert werden können, dass man da schleifen kann, dass man da abstimmen kann auf die neuen Begebenheiten im Internet. Gleichfalls sind wir aber auch der Meinung, dass das Urheberrechtsgesetz kein antikes Gesetz ist, sondern dass der Grundgedanke des Urheberrechtsgesetzes, dass nämlich der Urheber zu schützen ist und dass er immer an der Verwertung seiner Rechte auch zu beteiligen ist, grundsätzlich richtig ist. Das sind Punkte, die mir in der öffentlichen Diskussion häufig auch fehlen. Da werden nämlich immer zwei verschiedene Fragen im Internet vermischt. Die eine Frage ist die, Musik ist Kulturgut und jeder hat einen Anspruch darauf, dass er Zugang zu Kulturgut bekommt. Das Internet macht es jetzt möglich, dass man alles von jedem Ort zu jeder Zeit bekommen kann. Das ist auch grundsätzlich ein Punkt, den wir als GEMA sehr unterstützen. Dafür sind wir auch gerade da. Wir bündeln bei uns die Rechte und verschaffen den Nutzern die Rechte. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass es dieses Kulturgut immer umsonst geben muss. Und das ja, es war jetzt erstmal nur eine Frage so allgemein, ob Änderungen kommen werden, aber das sieht die GEMA auch so. Es werden über die Details werden wir noch sprechen, was werden, wir uns, werden was in jedem Fall Änderungen kommen. Ja. Dann auch die Frage an die Filmwirtschaft. Herr Wiese. Ja, also erstmal wird es Änderungen geben, das ist ein ganz natürlicher Prozess, das ist das Erste, das heißt, wir müssen uns auf Änderungen einstellen. Jetzt ist nur die Frage, wie wir diesen Änderungen, die jetzt auch diskutiert werden, gegenüberstehen. Und da bin ich Frau Steinbrecher ganz dankbar, dass sie genau diesen Punkt gerade schon wieder angebracht hat, nämlich die Industrie, sage ich jetzt mal, die Gerätehersteller wollen weniger zahlen. Die Kabelnetzbetreiber wollen weniger zahlen. YouTube will weniger zahlen. Und das sind die Diskussionen, die wir führen im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes und auch im Rahmen der EU-Novellierung. Unter dem Gesichtspunkt sehe ich die Diskussion über die Änderungen eher kritisch. Ich würde Ihnen auch einfach mal versuchen, ein plastisches Beispiel zu geben aus dem Bereich des Films. Im Filmbereich ist es so, dass wir die rechte Einräumung auch benötigen zur Finanzierung von Filmen. Es sei denn, wir haben einen, sage ich jetzt mal, einen amerikanischen Markt oder nur noch die Herstellung von Filmen durch große Sendeunternehmen, die auf einmal mehrere Millionen Mark in die Hand nehmen können, um so ein risikobehaftetes Produkt wie Film herzustellen. Das heißt, bei uns funktioniert die Filmfinanzierung auch dergestalt, dass wir, bevor wir einen Film hergestellt haben, mögliche Rechte exklusiv an andere Partner zur Sicherheit übertragen und damit auch die Finanzierung überhaupt erst ermöglichen. Das, was diskutiert wird auf EU-Ebene, ist halt ganz stark die exklusive Rechtevergabe einzuschränken, weil ja jeder Verbraucher an jedem Ort zu jeder Zeit hören und sehen muss die Werke und auch die Kabelnetzbetreiber natürlich sagen, ja Moment mal, exklusive Inhalte sind Gold wert, das kann nicht sein, das verstößt gegen Wettbewerbsrecht, wenn sozusagen die kleinen Inhalteanbieter ihre Inhalte nur
exklusiv einzelnen Plattformen zum Beispiel zur Verfügung stellen. Interessant, wir sind nach 5 Minuten schon beim Geld angekommen. Das war auch fast zu erwarten, wenn man über Urheberrecht spricht. Charlie, deine Sicht. Ich schätze, zum einen wird sich in UK einiges genauso bewegen wie hier und zum anderen, auch ihr müsst die Vorgaben der EU-Kommission und der Europäischen Union beachten. Wie ist deine Sicht? I understand that we'll be talking about private copy levies and enforcement in a little bit more detail, maybe later. But I think in answer to the question about amendments, I think from the point of view of the independent music producer community, the rights enshrined under copyright protection are generally very good. Some amendments I think are needed, but I think those are more in terms of pragmatics of making licensing work rather than anything that purports to question the validity of the rights that are protected under copyright. Of course, we feel that any attempts to undermine copyright must be resisted. Those are the rights upon which huge amounts of both economically and culturally valuable businesses are built. And we're doing all we can, certainly within the independent community and also within the wider sound recording producer and also performer and authors communities, to make sure that we do all we can to keep them at a level that isn't undermined and hopefully is enhanced. However, having said that, there are, of course, pragmatic issues when it comes to cross-border licensing and areas where potentially, you know, legitimate services do have issues in terms of being able to launch services, which ultimately, you know, those are bumps in the road for rights holders as well. You know, we want to have a nice, smooth licensing experience for everybody. The independent community in particular thrives on licensing. So, of course, we want a system that's friction-free and works, but not at the expense of the rights themselves. Dann können wir gleich mal konkreter einsteigen. Es wurde ja gerade das Stichwort genannt, Licensing. Die EU-Kommission, es wurde auch schon angesprochen, das White Paper, auf das wir alle gewartet haben. Ein White Paper ist, wenn man so will, die Vorlage oder die Arbeitsvorgabe einer EU-Kommission, um daraufhin eine Richtlinie zu entwickeln. Wir rechneten alle damit, dass noch im Juli dieses White Paper veröffentlicht werden würde. Das ist nicht geschehen, sondern lediglich eine geleakte Version ist in Umlauf gegeben worden im Internet. Da kann man lesen, wie es hätte aussehen können, aber die Mühlen der Lobby arbeiten gründlich. Es ist auf jeden Fall so gekommen, dass sie noch nicht dieses White Paper dann veröffentlicht haben. Ein Punkt, den Sie im White Paper herausgestrichen haben, was der ganze Antrieb eigentlich war, das Urheberrecht möglicherweise zu ändern, ganz sicher zu ändern, ist Multiterritorial Licensing, also Lizenzen über die Grenzen hinweg. Und dort stellen sich vor allem 2 Probleme. Zum einen, der Vorgang des sogenannten Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung ist ein sehr komplexer. Bei diesem einen Recht kann der technische Vorgang so auseinanderfallen, dass der Upload in Land 1 stattfindet, das Hosting in Land 2 und der Download in Land 3. Und gleichzeitig kommt es auch zu dem Problem des Rechtesplits immer mehr. Das heißt, ein Download besteht aus 2 Rechten, öffentliche Zugänglichmachung und dem Vervielfältigungsrecht. Und wiederum diese Rechte werden von unterschiedlichen Rechteinhabern wahrgenommen. Die SELAS nimmt das Vervielfältigungsrecht wahr, die GEMA nimmt das Recht der öffentlichen Vervielfältigung wahr, dann manche werden wieder individuell lizenziert. Und all das führt dazu, dass man natürlich relativ leicht das als ein Problemfeld entdeckt hat, an dem gearbeitet werden muss. Frau Steinbrecher, wenn Sie das hören und was Sie natürlich wissen, aus Ihrer Sicht, Sie sind, der Bitkom setzt sich ja dafür ein, für die Interessen der vieler Provider und Anbieter, die sind natürlich zurückgeworfen auf ein Lizenzierungssystem, sie müssen an die Rechte kommen. Sind Sie der Meinung, dass man hier am Urheberrecht etwas verändern kann, um multiterritoriales Licensing zu verbessern? Also einen wichtigen Punkt haben Sie gerade schon angesprochen, nämlich die Rechtesplittung in dem 16 und dem 19a, Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung an der Stelle. Da gab es in Deutschland Rechtsstreitigkeiten, die aber gar nicht zur höchstrichterlichen Rechtsprechung kamen, was aber für uns immer wieder trotzdem ein praktisches Problem auch darstellt. Nicht nur eine dogmatische Diskussion, ob man
ob der Upload jetzt eine Vervielfältigung im Sinne des 16 ist, beziehungsweise ob man diese zwei Nutzungen, nenne ich es mal an der Stelle, eine einheitliche Nutzungsart, ob man die splitten kann. Deswegen finden wir es sehr wichtig, dass die Kommission diese Frage auch aufgenommen hat, gerade weil wir eine Rechtsprechung vom BGH zu dieser Frage wohl erstmal nicht bekommen. Und wir sind der Ansicht, dass es da in jedem Fall eine Anpassung bedarf, dass es eben gute Gründe gibt, warum man das als einheitliche Nutzungsart betrachten muss, den Upload und dann die öffentliche Vervielfältigung. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, ob jetzt der Upload eine Vervielfältigung ist oder nicht, aber es ist eine einheitliche Nutzungsart, gibt wie gesagt gute Gründe dafür, dass man auf die wirtschaftliche Bedeutung dort abstellen muss und deswegen hoffen wir, dass auch in Deutschland das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz diese Frage mit aufnimmt und eine Anpassung vornimmt im Rahmen der öffentlichen Zugänglichmachung, also dass man da eine Konkretisierung vornimmt. Herr Welp, es gibt ja einen Rechtsstreit, ich glaube immer noch anhängig beim BGH. Zunächst hat das OLG diese Ansicht gestützt. Das OLG München ist der Meinung, eine einheitliche Nutzungsart und dass die Rechte nicht aufgesplittet werden können, sodass sie nicht zerteilt werden können in ein Recht, das von der SELAS und von der GEMA wahrgenommen werden kann. Bei der Antwort, die wir geben, die EU eingesammelt hat auf ihren Fragekatalog, konnte man entnehmen, dass die Rechtswissenschaft, die Akademiker eher der Meinung sind, oder vorgeschlagen haben, man könnte eine Ausnahmegenehmigung schaffen, eine Schranke. Wie sehen Sie das? Also zunächst mal diesen Rechtsstreit, den Sie da ansprechen, den gibt es nicht am BGH, der ist auch nicht am BGH anhängig. Diese Klage ist damals zurückgenommen worden, das heißt, es gibt in dieser Frage keine Rechtsprechung. Das ist natürlich urheberrechtlich ein schwieriges Problem, das gebe ich gerne zu, was dann herrührt, dass wir im Urheberrechtsgesetz eben einzelne Verwertungsrechte aufgezählt haben. Die heißen Vervielfältigung, die heißen öffentlich-gängliche Zugänglichmachung, die heißen Aufführung. Und das passt recht systematisch nicht so ganz mit den Nutzungsarten übereinander. Ich glaube allerdings nicht, dass der Rechtesplit hier das eigentliche Problem ist. Denn dass ich verschiedene Verwertungsrechte benötige für einen urheberrechtlich relevanten Vorgang, das ist ja eigentlich eher der Normalfall. Also wenn Sie bei uns an die CD-Lizenzierung denken, dann brauchen Sie das Verbreitungsrecht und das Vervielfältigungsrecht, zwei verschiedene Rechte. Wenn Sie eine CD im Internet öffentlich zugänglich machen wollen, dann brauchen Sie eben auch die Rechte der Tonträgerhersteller. Das Problem ist aus meiner Sicht ein ganz anderes und das ist auch kein Problem, was Regulierung lösen kann. Das hat Regulierung angerichtet, dieses Problem. Das ist das Problem, dass es inzwischen verschiedene Akteure gibt, bei denen die Rechte liegen. So, und dass es eine XELAS gibt und die Rechte, die mechanischen Rechte am angloamerikanischen Repertoire der großen Major-Verlage nicht mehr bei der GEMA liegen. Das ist das, was die Europäische Kommission mit ihrem Wettbewerb um Rechteinhaber mit der Online-Empfehlung im Jahr 2005 angerichtet hat. So, und da ist man jetzt zurückgerudert und möchte dieses Repertoire wieder in einer Hand vereinigen. Das wird man regulatorisch nicht hinkriegen. Das kriegen Sie auch nicht hin, indem Sie aus zwei verschiedenen Nutzungsrechten ein Nutzungsrecht machen. Das wird letztlich die Aufgabe der Verwertungsgesellschaften sein, diese Rechte wieder in der Verwertungsgesellschaft zu bündeln. Denn das ist ja gerade die Aufgabe der Verwertungsgesellschaft. Denn mit ihr soll man die Rechte aus einer Hand bekommen. Das kann man bei uns derzeit im Online-Bereich nicht, weil wir nicht alle Rechte haben. Wir haben bestimmte in Tochtergesellschaften bestimmte Repertoires. Andere Repertoires haben die Engländer, andere Repertoires haben die Franzosen. Wir sind an diesem Thema dran, das heißt, wir haben ein Joint Venture, an dem wir arbeiten, ein Hub, ein Lizenzierungshub ins Leben gerufen, was kommen wird und wo wir mit der britischen Verwertungsgesellschaft und der schwedischen Verwertungsgesellschaft zusammenarbeiten und probieren, Rechte zu bündeln für die europaweite Lizenzierung im Online-Bereich. Das ist sicher der eine, können Sie gleich direkt darauf antworten, gerne.
Ja, in einem Punkt stimme ich Ihnen sogar zu, Herr Welp, was die Reaggregation anbelangt. Also wir brauchen eine Reaggregation und es ist schon schwierig genug für die Nutzer bzw. die Diensteanbieter wirklich alle Rechte zusammenzukriegen. Aber wenn man dann schon auf so einer Ebene darüber streitet, ob man für einen Upload und dann die öffentliche Zugänglichmachung zwei Rechte an zwei unterschiedlichen Gesellschaften, nenne ich sie mal, erwerben muss, dann macht es das Ganze noch um einiges komplexer. Da bietet sich eine regulatorische Korrektur an. Eins muss man bei der Sache vielleicht noch bedenken. Wir reden hier ja jetzt vom Online-Bereich und der Online-Bereich ist nicht Europa, sondern das, was wir in erster Linie über diesen Rechte-Split haben, ist, dass die amerikanischen Majors ihre Rechte aus den Verwertungsgesellschaften, die mechanischen Rechte, herausgezogen haben. So, und mit einer europäischen Richtlinie können Sie natürlich auch nur den europäischen Binnenmarkt regulieren und nicht die amerikanischen Majors. These are all very interesting, pertinent points. Sorry. It may be worth just having a minute to think about what this means for producers, because GAMER are obviously dealing with publishing. So as if it wasn't complicated enough, which was a very useful overview that you just gave, it becomes, on the one hand, more complicated for users because you have, you know, not just publishing, but you've got to clear the producer's rights as well. But on the other hand, there are some solutions that are available right now to be able to manage, particularly from the independent sector's point of view, exactly these so-called making available rights. Now, technically, making available as a legal concept from the producer's side only comes after the WIPO treaty. So from the producer's point of view, in terms of labels, the making available right only really applies to digital usage, such that tracks are available for members of the public to access at a time and a place chosen by them, as I'm sure you all remember from law school. So what does that mean? It means that downloading individual tracks, streaming individual tracks, that requires an exclusive license, like a direct license from the labels, in exactly the same way as it does from the publishers. Now, that's very different to the communication to the public right. So we don't have a collective structure where you've got GVL, PPL, SPPF, Sound Exchange, different, I know, but those guys aren't really involved in this making available environment from the producer's point of view, because these are exclusive rights that are licensed by majors and indies alike. Now, we'll probably come on to some issues around this later, particularly around possibly the recent developments that the independents have been facing with YouTube, but to put in one sentence the fact that it's really difficult to get licenses from producers on making available rights, I would recommend that people look into the work of Merlin. Merlin is an agency that represents over 1,000 independent labels for these producers making available digital rights. And whilst it's not a one-stop shop for every single label around the world, it's a pretty good starting point to cover most of those independent companies for this particular right. So if you're a digital service launching, gone are the days where it's been able to, you know, it's been feasible and reasonable to say, okay, well, I'll go to the majors and then I can't find anybody else. I don't know who the other indies are. You go to Merlin next, and then that's your access point for the independents. But it's fair to say that it is still a pretty complicated environment, but it's not impossible. Dann versuche ich das mal zusammenzufassen an der Stelle. Also wir haben ja festgestellt, es ist ein kompliziertes Verfahren zu lizenzieren. Zum einen hat man die Publishing-Seite, die urheberrechtliche Seite, dann die leistungsschutzrechtliche Seite. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, exklusiv zu lizenzieren. Das führt auch bis hin zu Agenturen wie Merlin, die sich privatwirtschaftlich gebildet haben. Das heißt, es wurde entschieden von den Rechteinhabern, das tun zu wollen. Auf der anderen Seite haben wir gemischt zum Teil individuelle Lizenzierung, kollektive und ich bin der Meinung tatsächlich, dass die EU-Kommission an diesem Punkt arbeiten wird. Die GEMA sähe es gerne, dass der Punkt, also dass die Normalität, dass es verschiedene Nutzungsrechte gibt, die auch unterschiedlich lizenziert werden können, was absolut richtig ist, dass die Maßgabe bleibt. Während es natürlich auch die Möglichkeit gibt, gesetzlich hier einzugreifen und wir werden abwarten, was die EU-Kommission vorschlagen wird. Jetzt komme ich zu einem anderen Punkt, der sehr interessant werden kann. Die Filmwirtschaft meldet sich. Darf ich noch mal einen Aspekt wirklich aus dem, weil vielleicht sind ja nicht so viele aus dem Filmbereich,
eine andere Perspektive nochmal reingehen. Jetzt gar nicht diesen Konflikt, der eben geschildert worden ist, weil im Filmbereich haben wir den nicht so ganz, weil bei uns die Rechte doch mit Ausnahme der Musikrechte im Film, aber ansonsten zumindest beim Filmbereich alle Rechte gebündelt sind. Wir haben genau dieselbe Diskussion auf einer anderen Ebene gerade mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und zwar geht es ja da darum, dass der von den Filmherstellern, von den Filmproduzenten Senderechte erwirbt und ganz gerne nicht nur Senderechte haben will, sondern auch die Online-Rechte für ihre Mediatheken. Und genau da ist sozusagen, haben wir die gleiche Diskussion im Moment mit der Frage der Nutzungsart, und wir kommen vielleicht nachher noch darauf, mit der Erschließung eines neuen Publikums, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, ich muss das zur Verfügung stellen in den Mediatheken gar nicht vergüten, weil das eine Nutzungsart ist, weil ich sozusagen kein neues Publikum mehr erschließe. Ich sende das und damit, dass ich das sozusagen dann in meiner Mediathek zur Verfügung stelle, da gibt es kein neues Publikum, weil die Jugend von heute, die guckt gar nicht mehr Fernsehen, sondern die geht sonst so gleich in die Mediathek. Und deshalb brauche ich nur noch dieses eine Senderecht, weil Nutzung ist, ich weiß nicht, Ausstrahlen und Internet. Und damit brauche ich auch keinen neuen Erwerb und muss die Rechte auch nicht abgelten. Das heißt, wir warnen so ein bisschen, oder ich warne so ein bisschen davor, zu sagen, diese ganzen Verwertungshandlungen im Netz alle zu vereinheitlichen. Weil letztendlich kämen wir denn dazu, tatsächlich, wir haben nur noch ein Recht, also vielleicht noch das, eine CD zu pressen, denn das ist noch sowas, aber die Nutzungshandlung ist ansonsten im Internet das Werk zur Verfügung zu stellen. Und damit gehen uns einfach den Kreativen, den Produzenten Geld verloren. Und zwar nicht den ganz Großen, sondern die machen ihre Pauschal-Deals mit den großen Plattformen, sondern gerade den Kleinen, die viel Arbeit und Mühe in ihre Werke stecken. Da stellt sich natürlich jetzt gleich die Anschlussfrage, das Thema Kino-TO. Es gab ein Urteil vom EuGH und der EuGH hat relativ einfach, ohne große Begründung, festgestellt, dass wenn ein Link, wenn Inhalte verlinkt werden, dass dann auf jeden Fall keine neue Nutzungshandlung dadurch entsteht. Und zwar unabhängig davon, in welcher Form dieser Link erfolgt. Hyperlinks werden genauso behandelt wie Embedded Links. Und um ein Beispiel zu nennen, Last.fm hatte lange Jahre große Probleme, weil niemand wusste, woher sie ihre Rechte haben. Sie haben tatsächlich bei niemandem lizenziert, sie haben jedem nur erzählt, dass sie beim anderen jeweils lizenzieren und haben sich so durchgemogelt. Die Independents haben bis heute kein Geld von Last.fm gesehen, also kaum Geld für die neuen Lizenzierungen. Die haben ihren Service umgestellt und inzwischen wird die Musik nur noch über Embedded YouTube-Videos angeboten. Was bedeutet, wer einen YouTube-Vertrag hat, kann natürlich über YouTube abrechnen. Wer das nicht hat, kriegt auf jeden Fall kein Geld von Last.fm, weil das keine eigene urheberrechtliche Nutzungsart ist. So ist zumindest eine Möglichkeit, dieses Urteil zu verstehen. Nun stellt sich die Frage natürlich, ist es vielleicht notwendig und sinnvoll, an der Stelle einzuhaken und dieser Spur nicht zu folgen? Wir wissen, dass die WIPO auch darüber nachdenkt und die EU-Kommission auch an der Stelle eingehakt hat. Zumindest lässt sich das dem White Paper entnehmen und sagen, wir müssen hier nochmal genauer gucken, ob wir nicht möglicherweise doch unterscheiden, ob Linking generell ausgeschlossen wird, dass es keine Nutzungsart ist, oder ob wir hier unterscheiden. Dann gebe ich die Frage nochmal zurück. Herr Wiese, was glauben Sie? Was ist Ihre Meinung dazu? Also nur noch mal kurz, wollte ich dich korrigieren, das ist nicht das Kino-TO-Verfahren gewesen, sondern das Svensson-Verfahren gewesen, was der EuGH in dieser Sache entschieden hat. Ich hatte eben schon mal das mit dieser erweiterten Öffentlichkeit hier angegeben. Das Urteil unterscheidet ja tatsächlich nicht danach, wie ich den Verweis gestalte technisch. Also ob ich tatsächlich wie das klassische Quellenangabe sage, guck mal hier ein schönes Lied und dann wird sozusagen das Lied auf der Seite im Browser auch dargestellt, der Rechteinhaber es ursprünglich zur Verfügung gestellt hat, sondern ich kann den Verweis auch so gestalten, dass die ursprüngliche Webseite gar nicht zu erkennen ist und das in meinem Frame, in meiner Webseite erscheint und ich damit natürlich auch
Werbung auf meiner Seite generieren kann mit Inhalten, die ich weder aufbereitet habe, noch zur Verfügung gestellt habe, sondern die ich einfach nur durch einen Link zur Verfügung gestellt habe. Und eine dieser etwas eigentümlichen Formulierungen, warum das keine zusätzliche urheberrechtliche Nutzungsart ist, war vom BGH die, dass ja keine weitere Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Das heißt also nutzungsrechtlich, also urheberrechtlich relevant soll es nur sein, wenn ich über den bisherigen Adressatenkreis hinaus, sage ich jetzt mal, das Werk zugänglich mache. Und die Begründung war dann mehr oder weniger dadurch, dass ich es im Internet einmal zugänglich gemacht habe, wenn auch auf einer Webseite, habe ich das ja praktisch der ganzen Welt schon zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder andere kann sich da draufsetzen und ohne etwas zu zahlen, dann per Link dieses Werk zugänglich machen. Ja, das ist ein bisschen kritisch, würde ich jetzt mal so sagen, weil damit natürlich jedwege Möglichkeiten der Nutzungsrechtseinräumung genommen ist, mehr oder weniger. Wir sind in dem Urteil noch ein bisschen, sind noch ein paar Sachen offen, nämlich die Frage, inwieweit ich, wenn ich mit einer Webseite, sage ich jetzt mal, das zur Verfügung stelle, wenn ich den Zugang beschränke. Also wir streiten uns Juristen noch so ein bisschen darüber, wenn ich das auf einer Unterseite zur Verfügung gestellt habe und der User normalerweise nur über meine Startseite auf das Lied oder den Film kommt, ob das dann davon auch noch gedeckt ist. Aber letztendlich führt das zu einer Ausweitung, wo wir nutzungsrechtlich, wo die Urheber einfach an weiteren Erlösen, die diese Nutzer von den Werken erwirtschaften, nicht partizipieren. Das heißt also, das ist, sehen wir daher äußerst kritisch. Ich kann dem Herrn Wiese da letztlich nur zustimmen, um es nochmal auf die Spitze zu treiben. Es war ein EuGH-Urteil, dieses Svensson-Urteil. Ich finde da die bisherige deutsche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sehr viel besser. Die Rechtsprechung war bisher so, dass man gesagt hat, schon lange her, die Paperboy-Entscheidung, also das Linking gehört zum Wesen des Internets, ein ganz normaler Surface-Link ist keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung. Das ist der ganz normale Link ohne Embedded Content. Es gab aber später auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die Session-ID, wo es dann darum ging, was ist denn jetzt, wenn der Content geschützt ist auf einer Seite und ich mache einen Deep Link, also einen Link, der unmittelbar auf diesen Content kommt. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das ist jetzt eine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung, weil ich hier eben etwas umgehe. So, dieses Kriterium, was jetzt der EuGH gewählt hat, dieses neuen Publikums, ist sicherlich ein ganz unglückliches Kriterium. Man weiß aber nicht so ganz genau, ob er das jetzt tatsächlich auch für Embedded Content so meint. Er hat das relativ pauschal, ohne Begründung, dort in den Raum geworfen. Man kann ja sicherlich auch über das Publikum diskutieren. Wenn ich eine Webseite habe, habe ich vielleicht ein bestimmtes Publikum und eine andere Webseite, wo dann der Content embedded wird, hat wiederum ein anderes Publikum. Für mich ist ganz klar, also wenn ich mir die Inhalte zu eigen mache und sie als eigene Darstellung auf meiner Webseite nehme, sei es als Inline-Link oder sei es als Frame, dann ist das ja letztlich nur ein technischer Trick. Ich nutze diese Inhalte, das Einzige, was ich nicht habe, die Sachen sind halt nicht auf meiner Seite gespeichert. Aber natürlich ist das urheberrechtlich relevant. Ich nehme Ihnen schnell das Mikro weg, bevor wir in das gefährliche Fahrwasser des Zu-Eigen-Machen-Kommens kommen. Frau Steinbrecher, es wäre doch trotzdem eigentlich eine logische, konsequente Möglichkeit, links, ich sage jetzt mal, über einen Kamm zu scheren, weil es mag sein, dass Einnahmen verloren gehen. Auf der anderen Seite, wenn embedded wird, in Form eines Inline-Links, in meinem Beispiel, YouTube bezahlt ja. Also wer möchte, kann ja seinen Content monetarisieren. Halten Sie das für einen sinnvollen Ansatz? Sollte die EU-Kommission also eher diese Tendenz weiterverfolgen und irgendwann festschreiben? Wird Sie wahrscheinlich wenig überraschen, wenn ich sage, dass wir denken, dass die Paperboy-Entscheidung für jeglichen Link gelten sollte, egal ob den normalen Link, Deep Link oder die Embedded Links. Wir sehen auch nicht, dass die EuGH-Entscheidung Svensson irgendetwas zu den Embedded Links sagt. Und ich würde an der Stelle auch ganz gerne mal eine praktische
Frage stellen. Meine Verlinkung ist letztendlich eine Zitierung an der Stelle oder eine Fußnote. Und ich glaube nicht, dass man da tatsächlich monetarisieren kann, beziehungsweise dass für diese Zitate jemand tatsächlich Geld zahlen würde. Was passieren wird, ist, dass dann einfach verzichtet wird auf die Verlinkung. Und das halte ich tatsächlich für dramatisch. Ich würde ganz gerne noch einen Punkt zu Herrn Wiese sagen, Herr Wiese, weil Sie gerade eben, weil das auch thematisch ein bisschen zusammenhängt, was das neue Publikum anbelangt und die Diskussion bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich würde sicherlich nicht so weit gehen, dass man dann die öffentlich-rechtliche Zugänglichmachung und das Senderecht fallen lassen sollte. Aber hier, die Diskussion, die wir eben geführt haben, ging ja wirklich um die Vervielfältigung und das öffentlich-gängliche Zugänglichmachen. Und da ist einfach die Nutzungsart hat null wirtschaftliche Bedeutung an der Stelle, was, glaube ich, in dem von Ihnen geschilderten Fall doch anders zu bewerten ist. Charlie, was meinst du dazu? Du hast gerade die Augenbrauen so nach oben gezogen. Raise my eyes on a couple of points there. I mean, with due respect, wholesale making available of other people's repertoire through other sites, including pirate streaming services, is not quotation. And again, we're maybe touching on a slightly different point at this stage, but I think if we just go back to the technical point about sort of linking, I think that the fundamental point is that just because you kind of can do something doesn't make it automatically legitimate. It is a very technical point, and I think the German case is really interesting because it seems to me that that decision is unusual on a number of counts, particularly from a kind of rights holder's perspective. But I would need to look at that in a bit more detail to come to a more balanced judgment on that. But you can see my kind of pro-indie stance coming to the fore on this particular issue. Thanks. Wir können auf jeden Fall damit rechnen, dass hier der Fokus auf jeden Fall gelegt werden wird in den nächsten ein, zwei Jahren. Alle Signale, die man wahrnimmt von der EU-Kommission, ist, dass dieses Thema auf jeden Fall, das werden sie nicht auf sich beruhen lassen und wir haben hier mit Änderungen zu rechnen. Ich möchte zu einem neuen Thema kommen, das Thema Schrankenregelungen. Und Charlie, da bitte ich dich gleich als Erster, als Experte für Schrankenregelungen. Fair Use, ist das eine gute Idee? Die Diskussion wurde heiß geführt, auch die EU-Kommission hat sich dazu in dem geleakten White Paper geäußert und die Tendenz ist, eine Fair Use-Regelung, eine Schranke, wurde abgelehnt. Vielleicht kannst du erstmal grundsätzlich dazu was sagen, was eine Fair Use-Regelung ist. Und I think I'm going to jump straight in actually to a practical example on this, just in the interests of time. Fair use, hosting exception, all of these kind of copyright exceptions were developed a little while ago in an era where the internet was in a different state of development to where it is today. Jumping to this example, we've been working pretty hard recently with respect to some contract terms that have been put by YouTube towards the independent label community, effectively forcing the independents to sign up to new terms. That's a difficult issue, and we'll maybe park some of the big contentious points on that. But let's leap a step forward, and let's assume that those licenses are unacceptable to the independent community. What would happen if YouTube carries on leaving that repertoire up on its service, pleading hosting exception to say, well, actually, we can kind of use it anyway because we're just, you know, we're just hosts. We don't have any active knowledge of this. You guys, as rights holders, have to tell us every single time you see one of these things to put us on notice for us to then be able to effectively be obliged to then take that content down. If this happens, and this is a hypothetical situation at this stage, I would ask a question, which is, was the intention of the copyright exception legislation, particularly this hosting exception, designed to allow big businesses to effectively build a business off of getting around their otherwise kind of legal obligations to put licensing in place and potentially build businesses off the back of other people's hard work without being compensated?
Oh, well, thank you. And I'd be very interested to hear the views from the panel on that particular point. Wer möchte dazu Stellung nehmen? Also wir halten von Fair Use nichts. Fair Use hilft einem Berufsstand, dem gehöre ich auch an, das sind die Anwälte. Wenn sie eine Fair Use-Schranke machen, dann das hat den Charme, dass sie die nicht ständig verändern müssen, wenn es neue Technologien hat. Auf der anderen Seite, sie haben überhaupt keine Rechtssicherheit. So, und das heißt, dass wir in Zukunft alle fragen, was ist Fair Use, wo ist die Grenze des Fair Use, bis zum Europäischen Gerichtshof treiben müssen, um dann irgendwann mal die Frage entschieden zu haben. Das heißt, das können sich die großen amerikanischen Unternehmen leisten, die stehen das durch, die haben viele Anwälte, die haben viel Zeit und die haben viel Geld. Der ganze Rest steht das nicht durch. Da sind mir Regelungen, klare Regelungen, wo eben der Gesetzgeber einen Ausgleich geschaffen hat zwischen den Interessen der Rechteinhaber und den Interessen der Nutzer, viel lieber, weil ich dann eben vorhersehen kann und einigermaßen rechtssicheres Umfeld habe, wo die erlaubte Nutzung ist, die vergütungsfreie Nutzung, die Nutzung, wo das Verbotsrecht des Urhebers beschränkt ist und wo die lizenzierungspflichtige Nutzung ist. Ja, viel Pfeffer kann ich hier in die Diskussion auch nicht bringen. Wir wünschen auch kein Fair-Use-Modell. Aber trotzdem, was wir brauchen einen klaren Schrankenkatalog, wir brauchen die Möglichkeit der Privatkopie, aber wir brauchen ganz klar eine Öffnung, so dass wir Raum für neue Innovationen haben. Aktuell ist der Verbraucher einfach an viel zu vielen Stellen in der Rechtsunsicherheit und insofern muss da mit Sicherheit auch eine Anpassung erfolgen. Ich bin ganz froh, dass wir hier keinen Pfeffer haben an der Stelle, dass wir möglicherweise tatsächlich ein Feld identifiziert haben, das vom Tisch ist, weil das war es lange Jahre nicht. Trotzdem haben wir ja die Diskussionen breit geführt, sie werden immer noch geführt über User-Generated Content. Wie soll man damit umgehen? Soll man die Schranken erweitern? Soll man sie harmonisieren? In Deutschland ist es so, dass wir hier § 23 und 24 die Möglichkeit haben, zumindest auf eine gewisse Rechtstradition zurückzugreifen, was Bearbeitungen, Umgestaltungen betrifft. Wäre das vorstellbar, diesen Weg weiterzugehen, diese dann speziellen Schranken zumindest zu harmonisieren? Ist das eine gute Idee, sie europaweit weitestgehend in Linie zu bringen? Wir haben ja bei vielen Schranken, ist es ein optional, ob man die Schranken, die wesentlichen Schranken, ob die einzelnen Staaten sie umsetzen oder nicht. Vorstellbar wäre, dass die EU-Kommission natürlich auch den Weg beschreitet, zu sagen, dass es obligatorisch wird, bestimmte europäische Schranken überall einzuführen. Würde jetzt auch natürlich das Thema Privatkopie in UK ansprechen. Dort gibt es eine spezielle Regelung, die jedoch keine Levies vorsieht. Charlie, wie siehst du das? As some of you may have heard, the UK government decided to put through a private copy exception without compensation to creators, having consulted fairly extensively on this with many aspects of the industry in the UK, many stakeholders, users, etc. And then consequently went ahead and ignored pretty much everything we had to say, and went ahead and just shoved a private copy exception through the statutes. In such a manner that there will be no compensation being paid to creators. In short, it appears very clearly to us that this is in breach of the kind of European framework. So without saying anything further, the UK industries are assessing their legal options on this point. It's a weird one though, because the UK hasn't had a formal copyright exception for private copying in law. So whilst people have been going ahead and making private copies, they've actually been in breach of UK copyright legislation, but nobody's done anything to enforce it. So let bygones be bygones. That's the strange situation that the UK found itself in. It was a bit of an anomaly around Europe where private copy revenues are a significant income stream for many creators, not just for music, but for, books, magazines, etc.
So we are in a slightly odd scenario, but we would argue that that doesn't mean that we just, again, leap ahead and push something through the statute books that's only really good for sort of one side of the kind of rights user balance, without really taking into account the interests of those creators as well. It's a really interesting case, and things will be happening on that. So watch this space. Gibt es aus dem Publikum vielleicht Fragen so weit, bevor wir zu dem letzten Teil dann irgendwann kommen, zu den spannenden Fragen der Rechtsdurchsetzung? Hier ist eine Frage. Das kam jetzt sehr überraschend aus dem Nichts. Okay. Hallo? Okay. Ja, mir ist noch ein bisschen zu wenig adressiert worden, die angemessene Vergütung. Gerade so in dem Bereich, wenn es halt darum geht, kann oder gibt es Wege sozusagen, um die Vergütung drumherum zu kommen, zum Beispiel indem man jetzt Embedded Link macht und so weiter halt, müsste ja trotzdem die angemessene Vergütung, die darf ja nicht sinken sozusagen. Und das ist so ein Punkt, den ich gerne noch ein bisschen stärker adressiert hätte. Und zu der Situation der Privatkopie in UK würde ich, oder hoffe ich einfach, dass das jetzt Phase 1 ist, dass die Schranke eingeführt wird, weil die Schranke ist wirklich sinnvoll. Man kann es ja nicht sanktionieren, es findet im Privaten statt. Der Staat kann nicht die Privatkopie sozusagen verbieten in dem Sinne, also das Durchsetzen ist nicht möglich, ohne einen Überwachungsstaat zu machen. Die andere Sache ist, Privatkopie wird ja nicht vom Privatnutzer, der die Privatkopie anfertigt, bezahlt. Das erscheint einem ja so, aber de facto ist es ja eine abstrakte Werknutzung, die vergütet wird, nämlich durch die Gerätehersteller. Und das ist so ein Punkt, der mir auch ganz am Anfang ein bisschen bitter aufgestoßen ist, wenn das so hingeworfen wird in die Debatte, ja, die Gerätekäufer oder die privaten Nutzer bezahlen ja Privatkopie. Es ist ja nicht so. Also die Privatkopie wird von den Unternehmen vergütet, und ich finde, da sollte man sehr sauber argumentieren, weil das ist eine abstrakte Werknutzung, wenn ein Unternehmen irgendeinen Service bereitstellt, und ich finde, man sollte auch darüber diskutieren, ob man das jetzt nur auf Geräte beschränkt oder ob man halt nicht jetzt mal, wenn man schon Urheberrecht fortschreiben will, die Digitale berücksichtigen will, ob man dann nicht sagt, okay, man müsste diese Privatkopievergütung in Anführungsstrichen eigentlich jetzt langsam mal weiterdenken in Bezug auf Cloud-Services, in Bezug auf Services, die jetzt aus einem Stream einen Download machen und so weiter halt. Yep. Can I jump in on an answer to that quickly? It's a very useful summary actually of the situation in the UK, so thank you for that. One point that immediately leaps up is that you mentioned that in the UK specifically, the private copying is already paid for in the purchase of whatever hardware or media. And that's actually incorrect, because there is no mechanism behind which any revenue makes it back to anybody on the back of private copying, and that's kind of the point. Yeah. Phase one is getting the law in order and making that in alignment, and that's what's happening now. And that's happened with no regard to the compensation mechanism. That doesn't stop it being very controversial. I totally take your point. But you're also very right to be mentioning this point about cloud services, because it's a huge risk that, you know, you make cloud services kind of fall under the same private copying regime, you have a massive issue with enforcement over the extent to which private cloud services are going to be open to abuse and effectively just become pirate lockers. Thank you. In Deutschland ist auch tatsächlich die Situation so, natürlich zahlen die Gerätehersteller, aber so haben es auch die diversen Gerichte und auch das Bundesverfassungsgericht mal entschieden, es ist der Verbraucher, der dafür zahlen muss. Das heißt, die Geräteabgabe wird eingepreist in das Gerät, und somit ist es schon so in Deutschland, dass der Verbraucher für die Privatkopie an dieser Stelle zahlt. Und
wie Sie richtig sagen, Cloud-Services, Streaming wird mehr und mehr, ist mehr und mehr im Kommen, muss man sich schon fragen, wo ist da die Privatkopie? Und ich hatte gesagt, ja eingangs auch, 1,3 Milliarden werden im Jahr von den Verwertungsgesellschaften gefordert für die Privatkopie. Ja, ist die Frage, wofür? Das ist ganz einfach, wofür die gefordert wird. Die wird zum Beispiel dafür gefordert, wenn Sie Ihr Handy ja jetzt aus der Tasche holen und darauf Musik haben. Und nicht, Sie haben keine Musik. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sehr viele Leute dauerhaft auf Endgeräte Musik herunterladen. Also dass nun alles nur noch in der Cloud stattfindet und nicht mehr auf die Endgeräte heruntergeladen wird, das glaube ich nicht. Wenn Sie mit dem Zug fahren, dann haben Sie auch nicht immer eine Internetverbindung. Dann laden Sie die Musik letztlich herunter. Was ganz klar ist, das englische Modell Privatkopie als Schranke ohne Vergütung geht nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon lange gesagt. Das ist eine ganz alte Entscheidung. Kirchen- und Schulgebrauch, also vergütungsfrei, muss nun unter ganz strengen Voraussetzungen möglich. Wir sind durchaus für eine Harmonisierung der Privatkopie, aber dann eben als Schranke, als vergütungspflichtige Schranke, so wie wir das in Deutschland haben. Wir glauben auch nicht hier an die Möglichkeit, was mit Digital Rights Management zu machen. Das ist einfach, man würde hier eben in den privaten Bereich eindringen. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir glauben, dass die Privatkopie ein Zukunftsmodell ist. Ich würde gerne auch, weil ich glaube, dass das die Diskussionen tatsächlich sind, die in den nächsten 10, 15 Jahren die kreative Industrie am meisten umtreiben wird. Nämlich diese Frage, inwieweit Nutzungshandlungen nicht nur über die direkte Lizenzierung vergütet werden, sondern halt auch über die täglichen digitalen Nutzungshandlungen, Abrufe im Cloud und sonst irgendwas. Da hatten wir es in der Vergangenheit immer sehr leicht, weil wir Deutschlands als Fokus hatten, wo wir, wie wir es ja jetzt schon mehrmals gehört haben, Verbotsrechte haben und dann die Erlaubnis der User oder der Nutzer mit den Dingen was anzustellen. Und da gibt es, ich sage jetzt mal zu 90% halt Vergütungen für die über die Verwertungsgesellschaften dann eingezogen werden oder zu 99, ich weiß nicht, es gibt ein, zwei vergütungsfreie Nutzungshandlungen, aber so viel sind das nicht. In UK oder in Amerika ist es genau andersherum. Da haben wir diese Fair-Use-Regelung und alles, was da drunter fällt, wird jetzt erstmal per se in keiner Weise vergütet. Das heißt auch die ganzen Privatkopien, alles was so in dem individuellen, alles das, wofür wir Geld kriegen, wird nicht vergütet. Und nun haben wir die Situation in Deutschland, dass es hier die Telekommunikationsindustrie gibt. Ich nehme da jetzt mal den Bitcoin für, die natürlich sagen, das ist alles viel zu viel, was wir mit den Privatkopien zahlen. Und dann haben wir eine ganz schwierige Allianz, nämlich auch mit den großen, und ich sage das auch als deutsche Filmwirtschaft hier, mit den großen amerikanischen Medienunternehmen. Die haben nämlich gar kein Interesse daran, dieses System, wie wir es in Deutschland haben, dass die ausübenden Künstler, die Urheber und sowas über diese Zweitverwertungsrechte noch partizipieren an dem Erfolg. Die haben ihre Sache, dass dort, ich vereinfache das mal im Wesentlichen, die ausübenden Künstler und Urheber alles an das Sendeunternehmen, den Prozenten an das Label vertickern können und dann sind die frei mit ihrer Lizenzvergabe. Dann können sie mit Google, YouTube, mit YouTube oder mit irgendwelchen anderen, mit Netflix Pauschalvergütungen machen und das ist das, was sie Cash einziehen und die anderen, die daran beteiligt sind, kriegen erstmal nicht so viel davon ab. Und dieser grundlegende Unterschied, der wird uns innerhalb der EU, weil wir da die unterschiedlichen Rechtssysteme haben, auch bevorstehen und das ist eine ganz massive politische Entscheidung, wo ich die Befürchtung habe, sage ich jetzt mal, dass die kreative Industrie, die ja klein und mittelständisch in Europa im Wesentlichen organisiert ist, es zunehmend schwierig haben wird und dass da die ausübenden Künstler eher wie immer in der Defensive sind, weil natürlich einerseits die Großen das gleiche Interesse haben wie die Telekommunikationsunternehmen und die Verbraucher haben natürlich das Schönste davon, weil für sie wird ja so und so alles kostenlos und frei sein, weil ich bezahle ja meinen Kabelanschluss und oder mit unserem solitären öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem die Haushaltsabgabe und damit habe ich alles erstmal vergütet.
Und diese ganzen Einnahmen, die, sage ich jetzt mal, Kabelnetzunternehmen oder auch Sendunternehmen dafür einzahlen, die reichen halt bei Weitem nicht, um den Kuchen, den wir jetzt haben, überhaupt nur annähernd wieder mit Erdbeeren oder Gasane zu dekorieren. Jetzt haben wir ein Zeitproblem tatsächlich. Wir sind weder näher eingegangen auf das Thema angemessene Vergütung. Was ist angemessen? Darüber könnte man aber tatsächlich auch eine Woche ein Bootcamp einrichten und hinterher hätte man viele Verletzte, aber keine Antwort, was eine angemessene Vergütung ist. Wir hatten noch zwei Themen, die wir besprechen wollten, nämlich die einzige feste Richtlinie, die wir tatsächlich haben, die VG-Richtlinie, die Richtlinie für die Verwertungsgesellschaften und das Thema Enforcement. Da wir nicht mehr beides ausreichend besprechen können, eine Frage an das Publikum, welches Thema ist interessanter? Sollen wir uns etwas noch über Enforcement äußern, die Durchsetzung von Rechten oder über die Verwertungsgesellschaft, die Richtlinie für Verwertungsgesellschaften? Vielleicht kurz ein Stimmungsbild, Verwertungsgesellschaften und Durchsetzung der Rechte. Das freut mich ganz persönlich. Die Rechtsdurchsetzung hat gewonnen. Das Hauptproblem, ich mache für den VOT auch die Rechtsberatung und es rufen immer wieder Leute an, die sagen, mein ganzer Katalog steht im Internet auf Seite XY, macht doch was. Wir können absolut nichts machen, ich kann sie nur vertrösten. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich an spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien zu wenden, aber auch das läuft nach bestimmten Regeln und auch dort gibt es Grenzen. Jetzt ist es so, dass tatsächlich sehr viele Details hier streitig sind und nicht nur streitig, eben auch Probleme en masse. Der Gesetzgeber hat das erkannt und hat auch in seinen Koalitionsvertrag geschrieben, dass dort daran gearbeitet werden soll. Und was momentan offensichtlich die meiste Zustimmung findet und der Bereich, in dem sich etwas bewegt, nennt sich Follow the Money Approach. Indirektes Bekämpfen von Webseiten, die nicht erreichbar sind. Wer möchte die Diskussion eröffnen? Follow the Money Approach. Was haben wir zu erwarten? Gibt es Maßnahmen, die uns hier wirklich weiterhelfen können? Charlie. I think the Follow the Money Approach is a sensible development. Going after, you know, the financial handling institutions is a good way of going around this. Just a couple of quick observations, which are more kind of questions in themselves, I guess. One is that an enormous amount of money is being spent by the recording industry overall to fight piracy. There are questions being asked among the independent sector as to whether or not that's actually particularly great value for money these days. I mean, it's an enormous amount of money. Okay, sure, the major companies are definitely contributing a large part of that, but some people within our membership almost view anti-piracy as a kind of almost like a self-reflective internal industry, when in fact, in many ways, things have kind of moved on. The other observation I have is that I had a really interesting discussion with a guy a few weeks ago who, again, this is kind of dance music, so kind of electronic stuff. He was saying that the biggest threat to those guys, particularly a number of big dance labels, is actually no longer digital piracy. It's piracy whereby DVD capacity has become so, you know, it's pretty big, file size quality gets better and smaller file sizes. Nowadays, they're finding more online infringement through people selling physical DVDs with thousands of little MP3s on them directly ripped from Beatport or wherever for just a few pounds or a few euros through the physical mail, thereby going across all of this digital APU work. Maybe that's just one example of something, maybe it's not such a big deal, but it's a kind of hybrid between what used to be physical, which was all the rage, you know, 15 years ago, through to digital, where enormous amounts of money are being spent now. The pirates are just kind of getting one step ahead more and more and more. So I think personally it's a bit of a depressing area. And in our community, a lot of our members just kind of take it on the chin and say, right, we're just in this environment now, we just have to do other things to work around it. Jetzt gibt es ja ein hoffnungsvolles Urteil des EuGH. Ich werde jetzt tunlichst vermeiden, Namen zu nennen. Ich freue mich heute schon, wenn ich BGH und EuGH auseinanderhalten kann. Aber der EuGH hat auf jeden Fall entschieden, dass Intermediaries, also Access Provider,
auch Provider im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 sind und deshalb auch der E-Commerce-Richtlinie und deshalb auch Adressaten können von konkreten Maßnahmen. So hat er sich ausgedrückt, basiert zugrunde lag ein Fall in Österreich und auch ein Gesetz. Man streitet hierzulande vor den Gerichten, ob das in Deutschland auch so sein kann, und die zuletzt auch das Oberlandesgericht Köln lehnt das ab, weil in Deutschland keine ausreichende Gesetzesgrundlage bestünde. Die Störerhaftung, die wir hier haben, reichte eben nicht aus, darauf eine Maßnahme zu begründen, dass zum Beispiel ein Access-Provider Maßnahmen ergreift, dass Seite XY registriert in Belize, gehostet in XY, wieder von jemandem anders, von Strohmännern geführt, dass man irgendwelche Maßnahmen ergreift. Das kann doch den Providern nicht gefallen, diese Richtung. Aber andererseits scheint es ja plausibel zu sein, dass sie hier weiter in die Verantwortung genommen werden, beziehungsweise einfach aufgrund ihrer Stellung in diesem ganzen Spiel auch mitarbeiten müssen, damit diese Rechtsverletzungen in irgendeiner Form eingedämmt, zurückgedrängt werden. Wie steht der Bitkom dem gegenüber? Das ist ja erstmal nicht im Interesse der Mitglieder, dass sie in irgendeiner Form dass sie neue Pflichten erhalten. Also Rechtsdurchsetzung ist für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig und Internetpiraterie etwas, was wir in jedem Fall eindämmen müssen. Gleichwohl denken wir, dass wir auf europäischer Ebene klare Richtlinien hierzu haben. Sicherlich, der EuGH hat jetzt bei Kino.to entschieden, aber trotzdem ist daraus nicht sehr viel zu ziehen, unserer Meinung nach. Und wir haben auch alle mit einer Entscheidung in Deutschland lange auf die gewartet, nämlich vom OLG Köln. Das war jetzt die erste Entscheidung nach der Kino.to-Entscheidung, um zu sehen, wie die deutsche Rechtsprechung damit umgeht. Und das OLG Köln hat auf etlichsten Seiten, über 90 Stück, glaube ich, sich mit der Thematik auseinandergesetzt und ist zu dem Ergebnis gekommen. Bitte? Ja, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Pflicht der Sperre an dieser Stelle nicht erforderlich ist. Und wir sind der Auffassung, dass man eben auf anderem Wege in jedem Fall gegen Internetpiraterie kämpfen muss, dass man, wie Sie eingangs sagten, Follow-the-Money-Prinzip, dass man zuschaut, wo kommen die Werbemaßnahmen her. Ja, mich würde aber auch an der Stelle ein Kommentar von Herrn Wiese auch interessieren. Sie sprechen ja hier auch für die Filmindustrie. Ich weiß nicht, im Musikbereich ist das Problem natürlich der Internetpiraterie auch da, aber ich glaube, im Filmbereich noch viel mehr. Ist das richtig? Wir müssen es jetzt tatsächlich ganz kurz machen. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ja, sodass dir mehr oder weniger das Schlusswort jetzt fast zukommt. Gut. Sehr interessant, Herr Zetabi. Ausgangsfrage war ja, dann fange ich damit mal an, ob wir was erwarten dürfen auf EU oder auf deutscher Ebene, was die Gesetzgebungsverfahren angeht. Ich bin da eher sehr pessimistisch. Also ich würde jetzt mal sagen, dass in Deutschland frühestens was im nächsten Jahr passiert. Das sind so die Signale, die wir aus dem Bundesjustizministerium bekommen. Auf EU-Ebene gucken wir mal, wann das geleakte White Paper dann irgendwann tatsächlich weiß vorliegt. Glaube ich auch, dass das schwierig wird. Und das, was ich, sage ich jetzt mal, unserer eigenen Wirtschaft, und ich weiß, dass die Musikindustrie da doch in Teilen, zumindest auch die Independent, glaube ich, mit Merlin haben wir vorhin drüber gesprochen, solche Initiativen annimmt, ist, und das vermisse ich so ein bisschen bei uns selbst, dass die praktischen Probleme, die wir haben in Fragen der Lizenzierung und der Cross-Border-Lizenzierung, dass das alles Dinge sind, sage ich jetzt mal, die wir eigentlich auch selbst lösen könnten bei dem bestehenden Rechtsrahmen. Und das ist etwas, wo ich irgendwie so eigentlich eher ermuntern möchte und zu sagen, pass mal auf, warum können wir nicht selbst, sage ich jetzt mal, Geschäftsmodelle oder Vertretungsregelungen einführen, um diese bestehenden praktischen Probleme tatsächlich einzudämmen und nicht immer zu warten auf den Gesetzgeber, von dem ich glaube, dass er uns, und da nenne ich jetzt nicht nur Film, sondern da nenne ich wirklich jetzt so alle, die kreativ in kleineren Bereichen auch arbeiten und damit Geld verdienen wollen, in Zukunft eher nicht weiterhelfen wird, weil da wird einfach das Lobbying und die ganzen Fragen der Verteilungskämpfe
der wird nicht zu unseren Gunsten ausgehen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil einfach viel mehr Player im Markt sind und viel mehr Leute damit Geld verdienen müssen, als wir Kleinen. Und deshalb glaube ich eher, dass wir uns eher zusammentun sollten, um die praktischen Probleme tatsächlich auch selbst zu lösen. Ein schönes, optimistisches Schlusswort, in der Tat. Aber von meiner Seite aus kann ich nur sagen, wahrscheinlich, das ist auf jeden Fall sehr realistisch. Und deswegen können wir nur hoffen, dass es uns gelingt, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, zusammen. Und das richte ich mal in die gesamte Runde und bedanke mich bei den Teilnehmern, dass sie heute hier waren. Und bin froh, dass ich mich jetzt wieder aufrecht hinstellen darf. Danke, dass ihr hier wart. Tschüss.